Was geht ab? Ich bin Marvin. Was geht denn? Und heute gehen wir zu Burger King und essen für 24 Stunden nur Mystery Boxen. Yes, das ist die Challenge. Wir haben es jetzt 9 Uhr morgens und nicht Mac, sondern Burger King hat Frühstücksmenü von 9 bis 11 Uhr. Ja, deswegen. Und wir waren noch nie Burger King frühstücken. Ich wusste gar nicht, dass ich dachte nur Mac ist hat. Aber wirklich nicht. Wir haben so viel durch schon, Leute, ihr wisst ja. Aber wir waren da noch nie frühstücken. Genau. Und wir holen uns jetzt, um das ein bisschen spannender zu machen, bei Burger King gibt es Mystery Boxen. Das heißt, du holst ein Menü oder einen Burger oder so und du weißt nicht, was da drin ist. Das ist eine Überraschung dann auch für uns und für euch, was wir dann essen müssen den ganzen Tag über. Und wir hoffen, das gibt es beim Frühstück auch. Ja, wir sind mal gespannt. Wenn nicht, würden wir nur beim Frühstück eine Ausnahme machen und uns da ein Frühstücksmenü holen. Genau, weil wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber wir wollen halt unser Frühstück einhalten. Ne? Frühstück, Mittagessen, Abendessen und vielleicht noch Zwischensnacks. Plus Frühstück kennen wir ja noch gar nicht, ist eigentlich auch ganz interessant. Ja, Mann, mal schauen, wie wir Hunger haben. Und Leute, ja, ihr wolltet, ihr habt so viele Daumen. Ihr habt schon 50.000 Daumen hoch bei KFC gegeben, dass wir heute Burger King machen sollen. Leute, für den neuen Teil irgendwas nur essen, wie viele Likes? Leute, bei 50.000 Likes kommt auch wieder ein neuer krasser Teil. Genau, also schreibt dann was in die Kommentare, dann nehmen wir was von euch auch diesmal und blenden das dann auch ein, wo wir essen gehen können, weil wir hatten jetzt schon Mc's, Subway, KFC. Die Basics sind schon langsam weg, ne? Genau. Klassiker. Was gibt's noch, Leute? Genau, ich habe mal gelesen, nur chinesisch oder so, aber ja, schreibt was ihr wollt, dann ja, das mit dem meisten Daumen hoch, das nehmen wir dann beim nächsten Teil. Wenn ihr die 5000 Likes schafft, auf jeden Fall, ja, für uns geht's jetzt ab zu Burger King. Wir sehen uns gleich wieder. Let's go. Leute, Burger King. Erste Runde geht los. Und ich sehe hier 1, 2, 3, nee, 2 Privatautos nur. Der Rest sind Burger King Autos, ne? Ja, Mann. Leute, wir haben das ganze Frühstück genommen, also alles einmal. Breakfast. Ja. Ready? Genau. Leute, Frühstücksmenü ist am Start. Und hier ist Safe Bacon drin, oder? Oh, voll die fette Box. Oh, ganz amerikanisch noch Pancakes dabei, ne? Oh. Zweimal das. Auf dem Bild waren aber 6. Ja, eigentlich haben wir 6er Pancakes genommen, aber ist, egal, ne? Ist auch egal. Haben wir genug? So, das haben wir. Ah, zusätzlich, ne? Das sind zusätzlich. Kannst du da reinkippen, Mike? Oder? Boah, jetzt noch da so Honig drauf, wäre auch krank. Ja, ey, hier ist Honig. Lava, boah, ey, perfekt. Perfekt. Ey, wir haben sogar zusätzlich noch drauf, ne? Ja. Dann haben wir hier Cappuccino, einen Donut. Heftig. Ich muss sagen, zum ersten Mal Frühstück hier. Und wir hatten noch letztes Mal darüber geredet. Pancakes müsste es mal geben. Das sind halt Mini-Pancakes, ne? Nicht schlecht. Mal probieren hier. Das war Ja. Ey, der ist ja voll Sachen. Ja, Mann. Voll luftig. Boah, wie geil. Wow. Ja, komm. Hier haben wir einen Breakfast Burger und einen McToast, Toasty oder so, ne? Ein Orangensaft. Ja. Toasty Burger. Da steht Crispy Chicken. Ja, das war ein Toasty. Ja. Irgendwie Schinken, Käse. Ah, cool. Okay, ganz entspannt. Und ein Breakfast Burger, der sieht aus wie so ein Whopper, aber es ist ein Frühstücksburger. Das ist schon etwas heftig, ne? Mit Bacon und so. Krass, der sieht aus wie ein ganz normaler Burger, was ist da drin? Halt noch Bacon, Käse. Das ist fast wie ein ganz normaler Burger. Burger? Mal gucken, ob er anders schmeckt. Genau, das teilen wir uns jetzt hier alles auf. Genau. Und essen unsere erste Mahlzeit. So sieht's aus, Mann. Beiß mal rein hier. Gehen wir mal. Lecker. Ich beiß mal in diesen Toast hier rein. Ja, richtig viel Schinken. Boah, da bin ich auch noch. Käse ist nice. Dieser Frühstückskäse, wie dieser Scheibenkäse. Ja, ja, genau, genau. Geil. Und kann ich auch direkt mal probieren. Boah. Hier zum Frühstück voll kräftig. Das ist noch Rührei. Ey, das habe ich glaube ich irgendwie gar nicht erwischt beim Beißen. Rührei. Ey, ich muss mal abbeißen, Alter. Mhm. Ey, das ist echt Rührei, ne? Krass, also sehr kräftig. So, Leute, wir kommen zum Abschluss. Mhm. Zwar erstmal hier schaumige Cappuccinos, ein Donut, aber nach dem Burger jetzt erstmal einen schönen kühlen Abschluss mit einem hohen C. Schönen Orangensaft.
Ja. Ist kalt? Ja, schön auf frisch. Oh, bin ich. Nice. Und jetzt den Donut mit dem Cappuccino hier weghauen. Immer brüderlich teilen, Leute. Keine Geier sein. So ist es. Oh, hat der eine Füllung? Eine Füllung. Doch, ist das eine Füllung? Auf dem Bild war auch eine Füllung, ja. Geil, mit Füllung. Konsum betreiben. Boah. Geil? Boah, nochmal geil, Digga. Ich freu mich. Und diese Füllung, ne? Oh, da hat's noch ein schaumiger Capo. Was sagst du zum Cappuccino? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Boah, wie man's kennt, ne? Boden. Schön schokoladig. Einfach rein damit. So, Frühstück durch. Mal gucken, wie lange wir satt bleiben. Bin auch mal gespannt. Und dann geht's ab an die Mystery Box und das Spannendste. Ja. Bin so gespannt. Dann geht's zur nächsten Mahlzeit. Bis später. So, Leute, wir haben jetzt 18.28 Uhr. Ist ja wieder ein bisschen später geworden, aber für uns ist jetzt Mittagessen. Yes. Und Leute, bevor wir jetzt zum Mittagessen fahren, grüßen wir noch zwei Leute, die uns auf Instagram folgen und Hashtag Lokaktiv geschrieben haben. Und zwar Lena und Fabian. Danke dafür. Wenn ihr von uns gegrüßt werden wollt in einem Video, folgt uns auf Instagram. MarfitKelvinFitty. Schreibt unter dem neuesten Bild Hashtag Lokaktiv. Dann werdet ihr vielleicht im nächsten Video gegrüßt, Leute. Genau, wir suchen pro Account immer einen aus bei Marfit und Kelvin Fitti. Deswegen kommentiert der Hashtag Glocke aktiv immer unter den neuesten Bildern. Und viel Glück, dass ihr beim nächsten Video gegrüßt werdet. Yes, auf geht's zu Burger King, Leute. Let's go. So, ab in den Drive-In. Hallo. Ich hätte gerne viermal Mystery Box. Viermal? Genau, vier Mystery Boxen. Ja. Eine große Pommes. Einmal Chicken Stripes. Chicken Strips oder so. Diese ein Oreo-Eis und ein KitKat-Eis. Und einmal Onion Rings. Ja. Okay, nice. Das ist unsere Mystery Box. Oh, es gibt auch einen Veggie-Burger, guck mal. Was ist das denn da? Veggie, also der ist vegan, ne? Ja, mal gucken, was wir bekommen in den Boxen. Ich bin gespannt. Ja, aber gespannt. Genau. So, Leute, wir haben uns jetzt ein ruhiges Action gesucht, um jetzt die Mystery Box auszupacken. Und natürlich das Eis, damit es nicht schmilzt. KitKat-Eis, Hammer-Eis. Erstmal hier probieren. Boah, lange nicht mehr gegessen. Ja, Mann, wir killen jetzt hier einen Burger. Und ja, wir gucken mal, was wir haben. Einen Mystery Burger machen wir jetzt auch. Ja. Ja, die haben einfach irgendwelche Burger reingetan. Ey, voll unmysteryhaft, Alter. Ja, man, ich dachte, gibt eine Box, Mann. Oh, Mann, Alter. Oder? Egal, wir können mal gucken, was wir bekommen haben. Aber was ist das denn? Wir haben einen Steakhouse bekommen. Okay. Erster Burger. Der zweite Burger ist ein Whopper. Wow. Und der dritte. Was haben wir hier? Steht gar nichts drauf. Ich glaube, das ist ein Chili Cheese. Oh, nice. Das mag ich ja sehr. Ein Chili Cheese. Und der vierte ist auch ein Whopper. Ah, okay. Also jeder kann einen Whopper nehmen. Willst du Steakhouse oder Chili Cheese? Kenn ich den Steakhouse überhaupt? Der ist krass. Der ist auf jeden Fall krass. Den kenn ich nicht. Okay, dann nehme ich Chili Cheese und einen Whopper. Alles klar, die haben es jetzt halt nur nicht in diesen Kartons verpackt. Ist das schon vorbei oder so, diese Kartons? Ich dachte, das kommt auch in so einen Mystery-Karton. Oder das kommt auf die Mitarbeiter an, ob die das dann halt. Oder das kommt auf den Burger King an, vielleicht hier in unserem Dörfchen. Ist nicht so ausgestattet. Oh, das ist eine Ralapeno, ich mag gar keine Ralapeno. Ja, das ist für mich dann Chili Cheese. Oh, achso, Chili Cheese ist das. Ich nehme den Chili Cheese. Genau. Welchen willst du jetzt essen, Whopper oder Steakhouse? Steakhouse. Dann nehme ich Steakhouse. Kenn ich auch noch gar nicht. Ja. Oh, ey, Leute, der sieht richtig fett aus. Steakhouse hier am Start. Ich hab hier den Chili Cheese mit Ralapenos. Oh, Alter! Ey, das ist ja heftig, ey. Ja. Oder ich fange jetzt mal mit dem Whopper an, weil der ist so groß, der wird mir auseinanderfliegen, den hätte ich dann lieber zu Hause. Der Whopper ist auf jeden Fall schon handlicher. So, wir beißen mal rein jetzt. Ich mein Chili Cheese hier mit Jalapenos. Oh, ich liebe Chili Cheese. Dieser extra long Chili Cheese ist mein Lieblingsburger von Burger King. Stoßeln. Boah. Schön mit Jalapenos, schön scharf. Leute, schreibt in den Kommentaren, was euer Lieblingsburger von Burger King. Deiner Whopper, meiner Chili Cheese. Extra long Chili Cheese. Haben wir jetzt eigentlich Plus gemacht? Wie viel kostet ein Mystery Burger? Ach so, das ist auch die Frage. Wie teuer war der nochmal? Ich glaube 2,95 oder so. Und eigentlich so ein einzelner Burger kostet ja 4 Euro, oder? Ich glaube einzeln schon, ne? Weil ich glaube, wir haben echt Plus gemacht. Ach so, dann würde man sogar noch sparen, ne? Eistime, bevor es noch schmilzt. Kommen wir zum Eis. Boah, das ist so weiß, so hell, das sieht man gar nicht. Ah, jetzt hier, ich habe KitKat-Eis. Bei mir Oreo-Eis. Lecker, lecker, lecker. Boah, ich liebe auch Oreo, aber KitKat ist hier auch so geil. Ja. Bei mir immer Smarty oder Oreo.
Hier wieder 10.000 Kalorien Challenge auf spontan. Köstlich und vorzüglich. Bist du fertig? Na klar. Ich verstehe nicht, wie kannst du so schnell Eis essen, Alter? Ich krieg jede zwei Sekunden gehört. Immer so schön häppchenweise, so dann so ein bisschen im Mund zergehen lassen. Richtiger Alien, Alter. Helft dir, gib mal ein Stück hier. Immer weg, Digga. Kleine Stückchen. Guck mal, wie das schmeckt. Fett. Hammer. Ich sage dir, Junge. Boah, war echt geil. Geil, ne? So, erstmal ab nach Hause, ein paar Insta-Bilder bearbeiten, später noch die anderen Snacks essen. Und heute Nacht gibt's dann unser Abendessen. Unser Abendessen dann hier. Mitternachtssnack. Vielleicht essen wir es dann auch wieder drinnen. Dann ist es schon ruhig da. Ich denke mal schon. Dann sehen wir uns bei den nächsten Snacks. Leute, auf zu den Snacks. Ja, ich habe noch einen Whopper, bisschen Pommes. Genau, dann haben wir hier noch die Filet-Stripes. Ja, Mann, Alter, die bin ich mal gespannt jetzt. Ja, Mann, kenn ich ja gar nicht. Wollt mal testen, ob die besser als die von Mc's sind. Ja. Mc's hat ja mal welche. Anders lecker, ne? Die schmecken anders, aber auch super lecker. Mehr würziger, ne? Ja, genau, das sind so. Oder? Da Pfeffer drin, das ist schwarze, ich sehe das, das ist schwarz. Das war bei Mc's aber auch. Boah, die sind auch lecker. Chicken immer noch. Weil ich nie noch mal. Zwiebelringe, paniert. Ja. Onion Rings, check mal ab. Esse ich auch irgendwie nie bei Burger King. Aber lecker. Und die Pommes? Weil die sind jetzt schon ein bisschen kalt. Bei Mc's sind die ja immer so dünn, hier sind sie dicker. Ich finde bei Mc's ein bisschen besser. Auf jeden Fall, Mc's Pommes sind die besten, immer so. Jetzt kommen wir zum Burger. Ich muss schon mal einfach nachzeigen. Der ist so mächtig, ne? Double Steakhouse, ne? Ja, Mann. Bacon. Bacon. Das ist ja. Ups, da hab ich mal einen Whopper. Der Whopper dagegen ist ja voll klein. Also so viel. Ja. Boah. Ordentlich Fleisch drauf. Und was mit der Chips und Whopper? Es gibt ja auch Double Whopper, ne? Aber ein Whopper nicht zu, ist genau richtig. Nicht zu viel Fleisch. Falsch, ne? Ja, ja. So ein bisschen nass. Ja. Und hier ist mir jetzt zu viel eigentlich. Ja. Leute, wir sehen uns wieder beim Abendessen bzw. genau. Mitternachtssnack. Bis dann! Bis dann! So Leute, Abendessen, Zeit fürs Abendessen um 1.38 Uhr. Jo, es ist Nacht, das heißt bei uns natürlich Abendessen. Ja, Mann. Ja, bei uns Abendessen gibt's nicht, es gibt nur Mitternachtssnack. Ja, und es wird wieder Mystery Boxen geben, wir sind sehr gespannt. Und ja, vielleicht noch ein paar Beilagen oder so, weil es gibt diese belgische Waffel oder gab's, keine Ahnung, die ist voll lecker. Ob sie noch nachts gibt, ist jetzt die Frage, aber wir gucken. Ja, wenn nicht, dann so ein Hot Brownie oder so, ich will auf jeden Fall irgendein Dessert oder so. Ja, so ein Dessert, ne? Ja, Mann. Also, dann schauen wir mal, was wir so gestern. Gerade bestellt. Eine ordentliche Bestellung und wir sind gespannt, was wir für zwei Mystery Boxen bekommen. Zwei Mystery Burger haben wir jetzt geholt und noch ein paar Kleinigkeiten so, was wir noch nicht so hatten. Genau. Wir haben eigentlich jetzt fast alles von der alles von ganz Burger King, also was es gibt. Sachen, ne? Alles vom Menü geholt, was es gibt. Alles ja, Mann. Ich habe schon richtig Hunger. Aber auch gut Hunger. Heute mal ein Bounty-Eis getestet. Ah ja, Bounty-Eis. Ein gar nicht. Hot Brownie. Ja, man, da ist ein Brownie drin. Irgendein Getränk, okay. Und jetzt Mystery Burger. Ja. Ich bin gespannt, cool raus. Und Nummer 1, normale Verpackung, ne? Okay, was ist das? Bin gespannt. Und? Oh, ein Chicken Nugget. Boah, der ist lecker, der ist lecker. Guck mal hier. Wow, 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 wow. 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 Ein? Was geht ab? Was ist das? Ein Kartoffel? Was ist das für ein Burger? Ist da Fleisch überhaupt? Es ist dieser. Oh. Veggie Burger? Ja. Das ist der Veggie-Burger. Ohne Fleisch. Okay. Mal gucken, wie das schmeckt. Ah, das haben wir Apfeltaschen. Wollte ich mal probieren. Apfeltaschen gibt es jetzt auch hier. Ne? Ja, ist auch neu. Oh, Chicken Wings, ne? Einmal Chicken Wings. Chicken Wings. Oh, die sind geil hier. Oh, geil, Mann. Und der letzte. Oh, Chili Cheese Nuggets. Ah, krass. Oh, lecker. Okay, dann wird jetzt reingehauen hier. Ich probier mal den Veggie-Burger jetzt. Okay, veganer Burger. Ich bin gespannt am Veggie. Kein Fleisch, ne? Ist ja vegan, ne? Mhm. Und ist das schon ein Fleischersatz oder so eine Kartoffel noch? Kartoffelpuffer? Krass. Aber ist lecker. Ist ehrlich lecker. Kann man es geben? Ja, Mann. Hier, Apfeltasche. Boah, ich auch noch nie. Heiß und fettig. So, soll man annehmen, ne? Heiß. Voll lecker. Erstmal ein Eis im Abkühlen ist Bounty-Eis. Hat ich auch noch nie. Zu
Zunge komplett verbrannt. Gib mal eins. Ja, gut. Geile Kombi, und zwar Eis mit Apfeltasche. Gib mal. Okay, oh nochmal geil. Boah. Hier noch den Hot Brownie gucken. Innen drin, glaube ich, auch Schokolade. Boah. Mit Eis, boah, der dampft doch noch richtig heiß. Ja, wär's mal. Und was sagst du? Ist geil? Haben wir direkt mal einen Löffel hier parat, ey. Schön schokoladig. Komm her. Mit Eis, Bruder. Gönn dir. Auf den Necken. Boah. Hammer, ne? Hammer. Geil. Jetzt wird's gegönnt, Leute. So, nur noch das hier ist übrig. Gut reingehauen auf jeden Fall, ne? Ja, Mann. Letzter Snack. Ja, Mann, das war's komplett. Leute, das war's von 24 Stunden nur Burger King essen. Wir essen jetzt nichts mehr. Wir sind komplett voll. Ja, Mann, wir sind am Platzen. Wir sind so satt. Fast die ganze Karte gekauft. Alles, was es gibt. Ja, ne? Fast alles, was es gibt. So. War eigentlich alles drin gewesen. Ja, Mann, Leute. Wenn ihr wollt, checkt noch gerne unseren Shop ab. Erster Link in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid, wir rocken hier gerade Lego Stuff. Ja, einmal Mann. In schwarz und weiß. Richtig weiß. Checkt's ab. Ja, Mann. Wir haben geile Kollektion am Start. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch was gönnt. Und ansonsten würde ich sagen, best of best.